Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Aggressionsmanagement anzunehmen bei Fenavi im Schlund an dieser Position. Vorquest war Schlundforschung. Quest ist angenommen und auf geht's. Mittlerweile solltet ihr auch in dieser Questreihe soweit sein, dass ihr jedes Mount im Schlund benutzen könnt. Und bei dieser Quest heißt es Wut entzogen. Das Gute ist, wenn die Quest so bleibt, auf dem Live-Server, bis sie gerade auf dem PTR ist, wo ich die Quest aufnehme, ist sie ziemlich einfach, finde ich. Denn man muss nicht irgendwelche Mobs schwächen, um diese Wut zu entziehen, sondern das funktioniert ganz leicht. Ihr werdet es gleich sehen und eventuell positiv überrascht sein. Ich war es. Ich bin übrigens auch auf einem Twitch-Kanal unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, auf Twitch, so wichtig, mit Webcam und allem drum und dran, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und das sind die gesuchten Mobs. Also gesuchten Mob anvisieren, wütender Schämen und Quest-Item benutzen, sobald in Reichweite. Ich habe übrigens auf YouTube die Kanalmitgliedschaft aktiviert. Dürft ihr gerne draufklicken, da gibt es auch ein Infovideo, warum, wieso, weshalb. Falls es euch überhaupt nicht interessiert, bitte nicht beachten, als ihr werdet ja zu nichts gezwungen. Den Mob lege ich mal in Falle, denn das Quest-Item hat Cooldown. Und ihr seht, die Mobs werden freundlich, sobald man ihnen die Wut entzogen hat, aber sie werden auch wieder feindlich. Mal schauen, ob das funktioniert. Tatsächlich, sobald sie feindlich sind, kann man ihnen gleich wieder die Wut entziehen. Zumindest, wenn es so bleibt, wie auf dem PTR, wo ich die Quest aufnehme. Nochmal als Hinweis. So, ich bin bei 60%. Ich ziehe noch den zwei Mobs da oben die Wut. Und dann kann ich eh schon zurücklaufen. Natürlich kann es sein, dass auf dem Live-Server wesentlich mehr los ist. Dann könnte es sein, dass ihr bis hier nach unten laufen müsst, um die entsprechenden Mobs zu finden. So, schnell mal diese Mobs töten. Habe ich nicht bestellt, aber okay. So. Okay. Okay, ich töte auch die Mobs. Was soll's? Was aus dem Weg ist, kann nichts mehr werden, nicht wahr? So. Und ihr seht, die wütenden Schämen sind wieder wütend, also können wir ihnen wieder die Wut entziehen. Finde ich klasse. Jetzt nur noch ein Schämen. So. Und abgeschlossen. Wie gesagt, falls bei euch in diesem Gebiet nicht so viele Schämen sind, dann müsst ihr weiter in diese Richtung laufen, also in diesem Fluss der Seelen. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Und wie ihr seht, ist Fenavi am Abgabepunkt, obwohl ich die andere Quest, die Fenavi schon hatte, abgeschlossen habe. Heißt also, Blizzard muss irgendwas gemacht haben, dass die NPCs an den richtigen Positionen stehen, egal ob mit einer Quest oder mit zweiten Quest von ihnen. Da habe ich mich immer beschwert. Ich weiß nicht, ob sie auf mich reagiert haben oder ob das Zufall ist. Egal, ist toll. Quest ist abzugeben bei Projektion von Fenavi im Schlund an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein.
Außerdem nicht vergessen, Videobeschreibung, Link zum Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. Eizocke, Ende.